Das ist schwierig, ne? Was machst? Es ist gar nicht einmal so leicht. Ich begrüße euch heute wieder mit einem herzlichen Hallo und Grüß Gott hier aus der Green Door Garage. So, was haben wir bis heute zusammengebracht bei unserem Projektauto Nissan Skyline R33? Naja, nicht viel. Im Endeffekt hängen wir jetzt noch bei den Spritleitungen. Es ist gar nicht einmal so leicht, da alles unterzubekommen. Warum? Ganz einfach deswegen. Es sollte ja nicht nur irgendwie zusammengeschustert sein, sondern auch wirklich hübsch sein. Das heißt, wir haben jetzt einmal installiert, ich zeige es euch einmal, kommt mit. Und zwar, wir haben da herinnen jetzt einmal den Catch-Tank positioniert, der schwarze Turm dahin. Hinten, da kommt unser 30 Liter Tank rein. Wir haben die Benzinpumpen, die zwei silbernen Zylinder da vorne und wir haben da unten den Benzinfilter im Vorlauf und wir haben dann da unten noch die Anschlüsse, wo wir mit unseren Spritleitungen nach vorne gehen. Und da ist momentan nämlich auch eine Denksportaufgabe, wie fahren wir am besten da nach vorne. Ich habe unlängst gesagt, ja, ich würde gerne innen fahren mit den Spritleitungen. Ich habe mich verabschiedet von dieser Idee. Ich persönlich sage, okay, mein innenliegende Spritleitungen haben den Vorteil, dass wenn du ins Kiesbett rausfliegst oder irgendwo über die Wiese drüber fährst und du bleibst hängen, ja, und die reißt die Spritleitung unten auf, ist das kein Vorteil. Und es ist überhaupt kein Vorteil, wenn du ein V8 hast, das heißt, du hast links und rechts jeweils ein 3 Zoll Auspuffrohr, was glüht und das unterm Auto und da rennen die Spritleitungen noch parallel dazu. Macht keine Freude, vor allem auch nicht, wenn du das aufreißt, die Leitungen. Und da habe ich natürlich schon schwer überlegt, wie machst du das am sichersten. Also die FIO schreibt, nein, Kraftstoffleitungen nicht durch den Fahrgastraum. Jede größere Serie im Driftsport sagt auch, nein, Spritleitungen müssen außerhalb geführt werden. Das habe ich auch schon nachrecherchiert. Die Ideen, ihr könnt mitphilosophieren, sind natürlich nicht schlecht. Also das geht von innen mit Starrenleitungen. Da schreien die anderen wieder, na, um Gottes Willen, starr. Also wenn du dich so verschierst, ja, das Auto Uhagerl ist und diese starre Leitung bricht oder biegt es ab, spritzt es wieder raus. Also es ist gar nicht einmal so leicht. Also flexibel, ja. Stahlflex, ja. Teurere Leitungen auch, ja, bin ich auch dafür. Natürlich, das soll auch halten und sich nicht auflösen. Jetzt fahre ich da halt unter dem Auto und das ist aber echt nicht einfach, weil du darfst keine Kreuzungen haben oder solltest keine Kreuzungen haben und zusätzlich natürlich auch diese Dash 8 Fittinge, ja, die tragen ganz schön auf. Also das ist nicht einfach so, das ist so ein Bau irgendwie, sondern ja, ein gerades Stückerl, also wenn du den Schlauch hast, ja, ich kann es euch dann eh mal zeigen. Ihr seht das Ding, das tragt ganz schön auf, also das ist gar nicht einmal so klein und die Leitungen sind noch gar nicht mehr so flexibel. Das heißt, du hast gewisse Radien, die du einhalten musst. Es ist halt dann quasi schon vorgegeben, wie du deine Wege fährst mit den Spritleitungen. Und ganz speziell, ich wollte hier unbedingt alles in Schwarz haben. Das ist auch nicht unbedingt ein Vorteil, gerade in den Zeiten, also beim Dealer meines Vertrauens, da sind die schon eine Rarität. Und jetzt muss ich eigentlich das System schon so bauen, ja, mit den Sachen, die ich noch kriege, wenn ich was nachbestellen muss. Also mehrere Faktoren, die man da beachten muss. Und natürlich, du solltest bei den Spritleitungen weg sein von rotierenden Teilen. Also Kardanwelle, Halbwellen, sonstige Sachen, heiße Quellen natürlich soll das auch weg sein. Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass das Auto links und rechts 2-3 Zoll Auspuffröhren hat. Also wo fährst mit den Spritleitungen? Wenn nicht innen. Recht schwierig, aber ich heb das Ding mal auf, schauen wir mal drunter, ich werde es euch dann einmal zeigen. So, das Auto ist jetzt in der Höhe und wir gehen einfach einmal gemeinsam durch und wir schauen uns das einmal an, wie das da denn aussieht. Und zwar komme ich jetzt hier, man sieht es, mit meinen Benzinleitungen nach unten. Jetzt ist natürlich nicht viel Auto da, ne? Also du siehst ja da nichts, aber ich weiß schon, wo was sein wird. Und zwar da hinten ist einmal der Fahrschemel, also die Hinterachse. Dann hast du da das Auspuffrohr, was nach hinten geht. Zweimal links und rechts. Und dann kommt da die Spritleitung runter. Und du kannst aber auch nicht jetzt da drüben rausfahren, weil du hast die Wasserleitungen. Und du kannst auch nicht kreuzen, wenn ich mir da sage, oh, beim Holm, super, super, ne? Fahre ich da außen. Ja, stehst da vorne an und wie komme ich dann darüber? Da habe ich dann wieder mein Rathaus, also quasi mein Rad, auch wieder rotierend, beziehungsweise kann das natürlich irgendwelche Steine oder irgendwas auf meine Spritleitung da schleudern. Vielleicht auch nicht zum Vorteil. Außerdem schaut es nicht sauber aus, wenn ich da irgendwo drüber kreuzen muss. Die Strebe möchte ich jetzt auch nicht unbedingt aufschneiden. Also schwierig, ne? Was machst? Es ist gar nicht einmal so leicht. Bleibt eh nur mehr die eine Möglichkeit. Das zackst du fast da runter, legst dich neben diesen Träger da auf der Seite, fährst bis nach vorne. Und jetzt kommt wieder das Schöne an dem Ganzen, weil Spaß ist überhaupt nicht schön. Und zwar hast du nämlich hier geht nämlich erstens einmal der komplette Fächerkrümmer
sammelt sich da zusammen und da hast du dann schon 3 Zoll Rohr da hängen und ist die einzige Möglichkeit, wo du auch sauber raufkommst, ne? Wo du dann quasi, wenn da der Motor hängt, also wenn du jetzt schaust, ja, da oben hängt dann der Motor, dass ich da rauf fahre und da meine Spritanschlüsse setze. Druckregler brauche ich noch vorne, hätte ich gerne nach hinten gemacht, ist aber auch wieder Blödsinn. Zum Thema Sprit, natürlich, da fängt durch diese Spritsäule an zum Pendeln da drinnen. Du solltest natürlich so kurz wie möglich halten, die Leitung jetzt von deinen Einspritzdüsen zum Druckregler. Also musst du ihn auch vorne platzieren. Ich wäre natürlich gern schon 5 Schritte voraus, aber jetzt muss ich mal die Spritleitungen da reinhängen. Dann werden wir das Ganze mal so komplettieren. Feuerlöschsystem, schön und gut, brauchst aber auch noch nicht installieren, weil du schießt 100% irgendwelche anderen Sachen ab, wo du sagst, da muss ich mit meinem Spritregler her oder da habe ich ein Catch-Tank sitzen und na klar, wo fährst du mit deiner Düsen sonst hin, wenn jetzt alles leer ist? Na genau dorthin und dann hast du wieder einen Crash und das möchte ich natürlich dann einmal sparen. Das heißt, jetzt einmal hänge ich die Spritleitungen drauf und dann sehen wir uns dann gleich noch einmal. Dann werde ich das ein bisschen noch zusammenbauen da vorne und dann schaut das schon mal ganz anders aus. Jetzt zeige ich euch noch mal ganz schnell, wie man solche Leitungen richtig verpresst und was für Unterschiede es auch bei den Leitungen selber gibt. Und zwar, da gibt es gravierende nämlich. Stahlflex-Schlauch ist nicht gleich Stahlflex-Schlauch. Also man sieht hier, der Geflechtsschlauch ist nicht verbunden mit dem Gummi an und für sich selber. Das ist natürlich ein gravierender Unterschied, wenn ich jetzt einen sehr teuren Goodrich-Schlauch kaufe, der nämlich vulkanisiert ist. Man sieht das dann sofort beim Abschneiden. Also das ist zum Beispiel mit der Flex abgeschnitten worden und dann franzt man das so aus und ich soll dann da ein Fitting drauf kriegen, das wird nichts. Wenn ich einen teuren Stahlflex-Schlauch nehme, also wichtig ist immer, dass ich das einmal ummantel mit einem Gewebeband oder ich habe da ein Kreppband genommen. Man sieht, wenn ich das jetzt abschneide mit einer dünnen Flexscheibe, ja, franzt dann nichts aus. Ich kann meinen Fitting drüber schieben und bin mir sicher, dass das hält. Der Schlauch ist halt schweineteuer, aber dafür ist er halt aufvulkanisiert. Das heißt, das Stahlgeflecht ist quasi im Gummi mit eingegossen, wenn man es so haben will. Und dann franzt es nicht so aus wie bei einer Blume. Und jeder, der schon mal so einen günstigen Schlauch verarbeitet hat, der weiß, pff, da kannst du stundenlang dran investieren. Du lenkst es auf die richtige Länge ab und nach einer Stunde hast du nur mal die Hälfte von dem Schlauch und kannst ihn eigentlich wegschmeißen, nach dem Motor schon dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz. Das ist die Quintessenz davon. Und dann habe ich da auch noch die anderen Schläuche, die auch relativ preiswert sind. Das sind, ich glaube, es ist Teflon oder Kunststoff. Gewebe außen herum, die sind super flexibel, aber haben halt nicht diesen Schutz vor Steinschlägen oder vor Fremdeinwirkungen. Da ist natürlich der Stahlflex-Schlauch bei weitem besser. So, und wie verpresse ich das Ganze jetzt? Jetzt gehen wir mal darüber, da habe ich das schon mal ein bisschen vorbereitet. Also ich mache es immer so. Da gibt es auch wunderbare Schonbacken, die man kaufen kann. Dann tut man die in den Schraubstock hinein und wenn ich so ein Fitting zerlege, dann schaut der so aus. Das sind 2 Teile. Jetzt muss ich aufpassen. Und zwar ist das mein abgeschnittenes Ende und ich muss diesen Fitting da drauf schieben, bis dass der Gummirand ganz an der vorderen Kante da ist. So quasi, ich versuche das mal mit einer Hand, so zack drauf. Du siehst dann ganz vorne, ob der Gummi da ansteht und das muss er auch. Das Gewinde schmiere ich immer mit Fett ein, aber diese Pressfläche da, die maximal mit Silikonspray, also in den Schlauch ein Spritzer Silikonspray rein, das einfetten und dann kommt das in diesen Schlauch hinein. So, werden wir auch gleich präsentieren. Und jetzt kommt dieses Gegenstück. Also man sieht, ich habe das Gewinde eingefettet vorne, die Pressfläche jedoch nicht. Und jetzt kommt das da hinein. Und damit ich eben sehe, dass mir der Schlauch hinten ja nicht rausgedrückt wird, habe ich ein Isolierband draufgegeben. Dann würde ich natürlich sofort sehen, wenn dieser Schlauch da rausmarschiert. Jetzt musst du mit der einen Hand ein bisschen da dagegen drücken, also in die Richtung, den Schlauch halten, stabilisieren und das Ding drehst du dann da drauf. Und der Teil von dem Fitting, der drückt die Innenwand vom Gummi gegen die äußere Seite von dem zweiten Teil des Fittings. Damit wird das auch dicht und damit hält die Geschichte auch. Jetzt ist natürlich bei den Fittingen gibt es auch natürlich gravierende Unterschiede. Die Goodrich Fittinge, schweineteuer, aber die haben sogar einen Schneidring hinten, dass der Schlauch auch nicht rausspringen kann. Wird in der Flugzeugtechnik verwendet und ja, wichtig ist halt, gerade bei Sprit und bei Öl würde ich jetzt nicht sparen und irgendwo auf Amazon oder auf eBay den billigsten Fitting kaufen, nur weil er halt geil ausschaut und dann einbauen in mein Auto. Einerseits ist es schade um den Motor, wenn die Ölleitung aufgeht. Andererseits ist natürlich ein Riesenrisiko, wenn eine Spritleitung aufgeht. Na, brennt die Kiste samt euch und das ist eure Haut nachher im Endeffekt. Also da würde ich echt überlegen und nicht wirklich sparen. Thema Spritleitungen, also ich werde dann da noch ein bisschen die Kiste dann weiter zusammenbauen. Ich hoffe, ich habe euch da wieder ein bisschen was zeigen können. Also Profis natürlich.
natürlich kennen diese ganzen Tricks mit diesen Fittings. Und der eine wird jetzt vielleicht sagen, boah, nur die teuren, der andere sagen, ja, pf, geht anders auch. Wichtig ist für euch, wenn ihr mal vorhabt, ein Auto zu bauen, schaut euch einmal diesen Vlog vorher an, überlegt euch, was brauche ich, wie kann ich das günstig lösen, wie kann ich das aber auch richtig lösen. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und wenn euch der Content gefällt, dann lasst uns noch ein Gefällt mir da. Teilt womöglich vielleicht die Videos, abonniert natürlich den Kanal, dann seht ihr den nächsten Videos auch und es werden noch einige geile, interessante Sachen auf euch zukommen und natürlich auch auf mich, ganz klar. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, stay tuned und vor allem bleibt gesund.